Hallo, mein Name ist Martin Reimer, im Projektverbund bei Bionic bearbeite ich das Thema bionische Hightech-Materialien für optische Anwendungen, Bionoptik 2. Dabei geht es um die Herstellung von neuartigen Lichtwellenleitern. Der biologische Hintergrund ist der Gießkannenschwamm Euplectella aspergillum. Dieser besteht eben aus biomineralisierten Glasnadeln. Die Nadeln unten an der Basalfläche bestehen aus konzentrisch orientierten Glaskugeln im Nanometerbereich. Und diese Nadeln hier unten können Licht leiten. Und eine solche Materialarchitektur existiert bisher bei technischen Lichtwellenleitern noch nicht. Daher ist es eben unser Ziel, diese Architektur zu rekonstruieren, eben unter der Verwendung von beispielsweise Zellulose. Und Zellulose ist ein Hauptbestandteil der Pflanzenzellwände und ist somit auch das häufigste Biopolymer auf der Erde. Und Zellulose wollen wir eben verwenden, weil es einerseits nachwachsend ist, es ist ungiftig und biologisch abbaubar. Und damit möchten wir eben Materialarchitekturen aufbauen, die Licht leiten können, um eben solche fossilbasierten Lichtleiter zu ersetzen. Für die Herstellung von Zellulosefilamenten habe ich ein kleines Nachspringgerät selber gebaut, bestehend aus einer Spritzenpumpe, einem Drehmotor, der eben an ein Labornetzgerät angeschlossen ist. An dem Drehmotor befindet sich eben eine Spritze, die dann anfängt, bei jeweiligen Spannungen sich zu drehen. Hier in der Spritze befindet sich eine zellulose Lösung. Darauf wird dann noch ein Silikonschlauch gesteckt. Und dann kann man eben mit einer Flussrate von 3,5 Milliliter pro Minute die zellulose Lösung in das Antisorbentbecken geben. Jetzt sieht man schon, wie das zellulose Filament unten ankommt. Die hergestellten Zellulosefilamente kann man dann weiter analysieren, indem man sie beispielsweise an einen Monochromator anschließt. Das ist ein Gerät, welches eine spezifische Wellenlänge des sichtbaren Lichtes erzeugt. Beispielsweise die Wellenlänge, die für rotes Licht steht. Und dieses Licht wird dann durch die Phase durchgeleitet. Und das kann man sehr schön erkennen an dem roten Lichtkegel. Durch den Monochromator konnte man wunderbar erkennen, dass die Zellulose als Lichtleiter sehr gut funktionieren kann. Zusätzlich kann man eben durch das Premix-Membran-Emulgieren kleine zellulose Partikel herstellen und später soll dann eben aus diesen Partikeln ein Lichtleiter hergestellt werden. Und für die Herstellung von zellulose Nanopartikel habe ich selber etwas vorbereitet. Und zwar aus dem Baumarkt habe ich selber ein Gerät gebaut, mit dem man eben solche Nanopartikel herstellen könnte. Das ist ein Gerät zum Premix-Membran-Emulgieren. Da wird eben eine zellulose Lösung mit einem Öl vermischt, um eine Emulsion herzustellen. Diese Emulsion wird dann hier oben hineingegeben. Mit Stickstoff als positiven Druck wird dann diese Emulsion hier nach unten durchgedrückt. Und hier unten befindet sich eben ein Filter. Und aufgrund des transmembranen Drucks wird dann diese Emulsionströpfchen der gelösten Zellulose aufgebrochen zu kleineren Tröpfchen. Und diese kleineren Tröpfchen kommen dann hier unten raus. Und hier unten befindet sich wiederum ein Antisäuren wie eben Ethanol oder Aceton, wo dann eben die gelösten Zellulosetröpfchen ausgelieren und dann kleine Zellulosepartikel bilden. Und da ist eben das nächste Ziel, diese Zellulosekügelchen noch kleiner herzustellen, in der Größenordnung von 20 bis 100 Nanometer. Um damit eben die Materialarchitektur des Gießkannenschwamms zu rekonstruieren. Und wie das dann als Lichtleiter funktioniert, wird dann sehr spannend sein herauszufinden.